Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem Bitcoin-Update. Es ist der 4.7.2018, 16.18 Uhr. Und ja, heute ohne Facecam. Wir kommentieren jetzt einfach diese Price-Action, was wir jetzt gesehen haben, da es wirklich ziemlich signifikant war. Und ich würde sagen, ja, wir starten direkt damit los und gehen mal kurz auf meinen Twitter-Account. Ihr könnt mir gerne auf Twitter folgen, da ich solche Moves immer live kommentieren kann und die Chartbilder immer updaten kann und euch helfen kann, wenn ihr was braucht oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und eben euch, ja, eventuell vor FOMO schützen, weil, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war eben diese Zone der Fall. Da waren wir konkret hier auf der Resistance Line und ich habe gesagt, bitte hier nicht long gehen, extreme Danger Zone. Retracement auf 6400 wird kommen und wir werden von 6400 dann wieder nach oben gehen. Sind jetzt wirklich hier konkret auf 6400 gedroppt, genau getroffen, in dem Fall, also war wirklich ziemlich gut analysiert, muss ich sagen. Auch wenn es natürlich keine Hexerei ist, aber passiert einem auch natürlich nicht immer. Ich habe auch immer meine Target-Zones, die oft verfehlt werden. Dieses Mal ist sie genau getroffen worden. Freut mich natürlich. Will jetzt aber auch nicht angeben oder so. Ist jetzt nichts Besonderes. Aber ich will euch konkret einfach zeigen, warum oder wie man das Ganze eben analysieren kann, damit man wirklich konkret diese Dips eben erwischt und eben nicht ganz oben kauft. Weil ich meine, das mit dem RSI war schon ziemlich offensichtlich, dass man bei diesem RSI nicht noch einen weiteren Move nach oben sehen wird. Das mit den Fib-Levels ist dann einfach, ja, logisch. Man hat hier diesen Move, ich ziehe einfach von diesem Move ganz ohne Wellenstruktur, ohne jetzt zu zählen, sind das 5 Wellen oder 3 Wellen oder 4 Wellen, einfach die Fib-Levels hier nach oben ziehen und sehe konkret, okay, wir haben hier die Golden Pocket 0,618, wir haben hier dieses Aufkommen, was einen extrem starken Supportbereich darstellt, in dem Fall jetzt hier von diesen kurzfristigen Moves und von dieser kurzfristigen Price Action. Und wir haben am 1-Stunden-Chart noch die 100-Day oder die 100-Hour-EMA und frage mich dann selber, ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier bouncen? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Das war konkret hier der Fall. Und das Ganze wieder ein wenig so wie früher, ein wenig, keine Ahnung, ja, pädagogisch zu gestalten, immer Sachen zu zeigen, wie man Sachen macht, damit die Leute auch eben selber besser werden. Und ja, was sehen wir jetzt konkret? Jetzt machen wir die konkrete Analyse für die nächsten Stunden beim Bitcoin. Wir haben jetzt hier diese Resistance getroffen, diese horizontale Resistance, dieser Bereich ist sehr, sehr starke Resistance. Aber wir haben auch einige positive Dinge zu berichten. Wir sind jetzt hier am 1-Stunden-Chart diesen MACD-Crossover, der wirklich im 1-Stunden-Chart immer zu signifikanten Preiszuwächsen führt. Wir sehen aber auch, dass im 1-Stunden-Chart der RSI noch ziemlich hoch ist. Was würde ich euch damit sagen? Kurzfristig werden wir höchstwahrscheinlich wieder ein Retracement sehen. Ich weiß noch nicht, in welchem Bereich, das habe ich mir noch nicht angeschaut, aber wahrscheinlich in diesem Bereich, wo wir die Resistance Line gebrochen haben. Ich habe die Resistance Line jetzt nicht mehr eingezeichnet. Das war die Resistance, die von hier oben runtergekommen ist. Im Regelfall wird der Kurs diese Linie nochmal testen, bevor wir weiter nach oben pushen. Aber wir haben sehr viel positive Zeichen zu berichten, nämlich wir sehen hier am 2-Stunden-Chart erstmalig wieder einen Golden Cross, das heißt, wenn diese Linie, diese 200 EMA, die 200-Day EMA, die 50 EMA Cross, das wäre hier der Fall, wo wir diesen Crossover haben. Wir haben am 2-Stunden-RSI jetzt dieses Diagonal oder dieses Dreieck, wie man es auch bezeichnen will, haben jetzt hier Resistance. Wie gesagt, kurzfristig sieht es eher nochmal kurz nach einem Drop aus, wird aber jetzt nicht so extrem tief sein, so wie ich das jetzt momentan sehe. Und am 4-Stunden-Chart haben wir eben auch diesen Bereich, wo wir extrem überkauft sind. Das spricht alles nochmal für einen Drop, bevor wir diese Resistance brechen. Natürlich, wenn jetzt extremer FOMO startet, dann würden wir vielleicht hier durchbrechen, aber für mich definitiv kein Setup. Ja, wo ich reingehen will, ich bin von 6400 bis 6800 long gewesen, vorher von 6600 bis 6400 irgendwas short und werde jetzt erstmal warten auf ein Retracement und wenn wir ein Retracement sehen, werde ich long gehen, wenn wir keines sehen, werde ich nicht long gehen und freue mich trotzdem für den Pump, aber wie gesagt, Retracement sollte kommen und was vielleicht viel interessanter ist, sind die Szenarien am Daily Chart. Am Daily Chart sind wir nämlich aus diesem Channel ausgebrochen. RSI im Daily Chart auch noch sehr gut, MACD Crossover am Daily Chart, ziemlich positiv alles und sind jetzt am Weg zur nächsten Resistance am Daily Chart. Wir probieren jetzt gerade noch hier über dieser 30-Day EMA zu closen, sieht ja momentan noch ziemlich gut aus, müssen natürlich warten, wie die Daily Candle heute closed, aber ich denke, wir closen über dem Channel und auch über dieser 30-Day EMA. Das nächste Ziel wäre dann die 50-Day EMA, das wäre um die 7200. Bei der 7200 Area werden wir wegen dieser 50-Day EMA sehr, sehr starke Resistance erwarten. Ich würde jegliche Swing-Long-Positionen auch in Bezug auf Altcoins
in diesem Bereich schließen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir durchbrechen, ist jetzt noch nicht so groß, aber das Ganze können wir dann nochmal separat analysieren. Sollten wir wirklich brechen, wäre dann wirklich jetzt Szenario in diesem Bereich möglich, 7700. Aber momentan sieht es danach aus, dass wir eben 6900 noch eine Resistance haben. Ich schaue mir das Ganze nochmal an. Ich glaube 6900, dann 7200. Hier haben wir 7700. Ja, wie gesagt, hier wäre Resistance noch. Wenn wir hier brechen, wäre der Weg schon ziemlich frei Richtung 7200. Ehrlich gesagt, weil wir hier nicht mehr viel haben. Wir haben hier noch Resistance von der 200 EMA am 4-Stunden-Chart, aber ich schaue jetzt gerade nochmal 7200, das wäre ja 5%. Das wäre ein guter Bounce, nach dem wir vielleicht sehen könnten. Und ja, es sieht gut dafür aus. Wie gesagt, Retracement wird höchstwahrscheinlich kommen. Wir werden jetzt nicht straight zu den 7200 hochpumpen, das würde mich sehr verwundern. Und wenn es passiert, wäre es kein Setup, das ich spielen will. Ich warte auf ein Retracement, wenn das Retracement kommt und wenn wir jetzt keinen Crashdown sehen oder einen Crash-Sale-Off, natürlich, ihr wisst, TA ist auch nur ein Werkzeug, wenn irgendwas total, ja, aus dem Planmäßiges passiert, wird es natürlich nicht passieren. Aber der Weg ist frei, wenn wir diese Resistance brechen, dann werden wir ein 7200-Szenario sehen. Nächste Stops wären dann 7700, 7900 und ich würde sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, würde mich freuen, wenn ihr in die Gruppe kommt und einen schönen Tag noch, euer Technik-Crypto.